Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Halo 3 ODST. So, in der letzten Folge sind wir eigentlich nur hier herumgelaufen, haben ein bisschen erkundet und haben uns ein bisschen das Menü angeguckt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen hier die Aliens aufmischen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wo ist denn unser Ziel? Okay, schauen wir mal. Ich kann das auch mal ausmachen. Aber dann wird es halt ein bisschen dunkler. Oh, da kommen wir auf jeden Fall rein. Okay. Also, was für Schriftzeichen sind das denn? So ist es auf jeden Fall ein bisschen heller. So, da lang. Ah. Aua, 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 aua. Boah. Oh, ich keine Munition mehr. So, haben wir die auch erledigt, hoffe ich. Ich sehe auf jeden Fall keine mehr. Aha. Durchsuchen Sie das Gebäude nach Hinweisen auf den Aufenthaltsort Ihrer Teammitglieder, mit Ihres Teammitglieds, Mitglied, wisst ihr Bescheid. Oh, hier sind auf jeden Fall Tote. Ich schaue mich erstmal hier unten um. Oh, sehr schön. Die mag ich, die Waffe. Ah, voll dunkel hier. Kann man nicht irgendwie Licht anmachen? Ich sehe fast gar nichts hier. Da liegt auch noch einer. Aha. Alter Schwede. Boah, ey, kann ich nicht irgendwie Licht anmachen? Kann ich nur Granaten umschalten? Hä? Ich sehe nix. Ah, ja, ich hätte ja auch mal das hier anmachen können. Dann wäre es leichter geworden. Ich höre auch was piepen hier. Oh, was? Unser Helmvisier wird auch komisch umrandet. Ah. Schön.
Schauen wir uns das doch mal an. Sagen Sie uns Ihren Namen, Gunny. Miss Nachrichtendienst. Unser neuer Boss. Oh Mann. Also haltet den Mund. Setzt euch hin und macht euch einsatzbereit. Und mal wieder ein Ladebildschirm. Back. Ja. Ein Moment. Es kam hart runter. Meine Luke geht nicht auf. Was ist mit deiner? Ist auf. Gut, dann bist du mit dem Spielchen fertig. Ich brauche Hilfe. Hab ich was falsch gemacht? Das Einzige, was ich bedauere, ist nicht zu wissen, dass du eine Spionin bist, als wir uns kennenlernten. Sonst wäre ich nicht so nett gewesen. Das fehlt mir an dir am meisten, Bug, dass dein Mund immer etwas schneller ist als dein Verstand. Und lass meinen Job aus dem Spiel. Wir wollten das Ende beide. Das ist Jahre her, Veronica. Die Details sind verschwunden. Du musst seitdem viele Männer getroffen haben. Warum bin ich jetzt hier? Erstens bist du der beste Soldat, den ich kenne. Zweitens, weißt du nicht mehr, diese Nacht, was du mich morgens gefragt hast? Du hast mir keine Antwort gegeben. Sag das nochmal, Bud. Ich höre dich kaum. Ich sagte, bleib da. Ich komme. Wir haben die Landezone verpasst. Achtung, wir wimmeln von Allianzeinheiten. Danke für die Warnung. Tod kannst du mit Spiegel nicht retten. Okay. Jetzt sind wir Bug. Die machen wir alle hier aus der Ferne platt mit unserer Handfeuerwaffe. Das ist alles kein Problem. Na, komm her. So, haben wir hier auch noch irgendwas anderes rumfliegen? Aber sie verstecken sich alle, ne? Den da kriegen wir noch. Diese lästigen Kleinen. Ha, erwischt. Okay, jetzt haben wir keine Muni mehr. Jetzt holen wir uns eine neue Knarre.
Ah, jetzt ist die auch schon wieder leer. Erwischt. So. Wo geht's weiter? Was haben wir hier denn noch alles? Nichts Besonderes. So. Da hinten sehe ich nichts. Aber da haben wir erstmal Medipack, brauchen wir nicht. Da kommen wir nicht durch. Ist ja klar. Wo? Ich sah sie abstürzen. Sie haben wirklich Glück gehabt. Gab es noch mehr? Negativ. Aber nach dem Blitz konnte ich nicht mehr viel sehen. Hören Sie mir zu. Einige der Gebäude sind offen. Auf die Weise können Sie der Allianz auf der Straße ausweichen. Verstehe. Danke. Aha. Wo muss ich denn hin? Krieg ich das auf? Nö. So, und damit sind wir leider schon wieder beim Folgenende angekommen. Euer Migidi, ich danke euch fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.